Na, hoffentlich geht es ihm bald besser. Na, der ist tot. Ah, tot ist er! Ja. Ja, das ist natürlich deppert. Ein neuer Tag im Haus, Maximilian. Heute schon einiges erlebt. Zum Beispiel den Vlog geschnitten, versucht Schuhe zu bestellen, eine Hose bestellt und jetzt noch was zu essen bestellt. Also, ihr merkt, es wird schon relativ viel bestellt. Essen ist jetzt Gott sei Dank schon da, da schaut es aus wie Sau. Ich habe was gemacht, was ich nicht hätte machen sollen, aber ey, ist eh mein Ding, kann ich machen, was ich will. Da schaut es noch ein bisschen aus, gestern noch ein bisschen Fressfleisch bekommen. Nüsse mit Mayonnaise, lecker. Lecker. Jetzt sollte aber eigentlich gleich, wo ist mein Inder? Machst du das nicht drauf oder was ist los? Das Ding ist, einige meinen ja mal so schade, warum isst du keinen Berliner Döner mehr. Ja, ich vertrage den halt nicht mehr so gut und es ist halt nicht so gesund. Deswegen bin ich umgestiegen auf eine andere Kleinigkeit, die ich exzessiv esse. Und wenn ich sage exzessiv, dann rede ich 3 bis 4 Mal pro Woche. Und das ist indisch. Hallo, servus. Danke dir. Jawohl, perfekt. Tut mir leid, Lift geht nicht. Parkplatz 17, 17. Ah, kein Parkplatz. Ui. Dankeschön, schönen Tag. Der muss sich beeilen, sonst kriegt er wegen mir auch noch eine Strafzettel. Schmeiß weg den Scheiß, gleich die Hure, können mich am Arsch lassen. Ich bestelle 3 bis 4 Mal pro Woche, jedes Mal beim gleichen Inder, weil es einfach so unfassbar geil schmeckt. Falls irgendwer aus Wien ist und sich interessiert, keine Kooperation, aber der heißt Bio-Welt, nicht Bio-Frische. Bio-Frische ist nicht so geil, Bio-Welt. Lecker! Nicht so lecker! Was habe ich vorher gemeint mit, ja, ich hätte irgendwas nicht machen sollen? Ich habe die Louis Vuitton Schuhe ausgepackt und anprobiert, da war ja dieses Ding, die sind mir vielleicht zu groß, bla bla bla, und was ist, die sind mir natürlich zu groß. Weiß aber nicht, welche Größe ich nehmen muss, stehe überhaupt nicht, warum man überhaupt Schuhe macht, die zu groß sind, das ist mein Rätsel. Willkommen beim Louis Vuitton Kundenservice. Alle unsere Kundenberater sind derzeit im Gespräch. Bitte legen Sie nicht auf. Okay. Wenn Sie einen Termin in einem unserer Geschäfte vereinbaren möchten. Ja, das habe ich überlegt, direkt zum Louis Vuitton Store hinzufahren und ein Video zu machen, wie ich die Schuhe umtausche, darf man dort aber natürlich nicht filmen und ich habe keinen Bock. Sind leider zu groß, wer macht sowas? Große Schuhe. Ich kann auch nicht sagen, wie viel zu groß sind. Ist eine Nummer, sind es 1,5? Louis Vuitton Kundenservice, Sie sprechen mit Vincent. Was kann ich für Sie tun? Louis Vuitton Trainer bei Ihnen bestellt. Problem ist leider, Sie sind mir zu groß. Okay. Okay. Nehmen Sie mir gerne einmal Ihre E-Mail-Adresse, man kann es einmal rein. @gmx.at. Genau, die LV Trainer schwarz-weiß mit dem gelben Schnürsenkel. Genau. Schau ich mal, ob die noch verfügbar sind. Sieht leider nicht mehr so gut aus. Wir haben einen neuen bestellt. Ja, 43. Das würde ja gar nichts. Ich habe hier in Ihrem Account das sind 8. Ah, wirklich? Ja, 42. Okay, dann habe ich ja eigentlich schon eine Nummer kleiner. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eine 43 bestellt habe. Schauen Sie gerne nochmal, vielleicht ist das hier irgendwie falsch. Ja, so, wo sehe ich das angeschrieben? Okay, im Schuh selbst. Gut, im Schuh selbst. Und wo? Ah, da 8. 8 steht da. 8, genau, 42er haben Sie bestellt. Ja, wissen Sie was, dann behalte ich die einfach so. Sind Sie sicher? Also ich weiß nicht, ob Sie jetzt mit einer Sohle, ich gucke mal, ob eine andere Farbe vielleicht vorhin. Nein, ist nichts mehr da. Alles ausverkauft. Nein, ich glaube, ich behalte ihn so. Okay, na dann danke vielmals für die Informationen, ja? Sehr gerne. Danke, ebenfalls, wiederhören. Komplett assi, wie es bei mir da ausschaut. Überall liegt das indische Essen und irgendwelche Nussvariationen herum, aber Hauptsache ich packe der Schuhe um 900 Euro. Aber so ist extrem fresh, Leute, ja. Wisst ihr was? Den behalte ich einfach so. Gehen wir das alles wieder da schön in den Karton, damit es beim Unboxing so aussieht, als hätte ich es das erste Mal auf. Ach was, Blödsinn. Ich habe die jetzt nochmal anprobiert und ich würde die maximal eine halbe Nummer kleiner nehmen. Ob die jetzt eine halbe Nummer größer sind oder nicht, mir im Prinzip ist komplett egal. Na sicher, Hausarbeit kann ich. So Leute, jetzt wird spannend. Das erste Mal wieder laufen nach Ewigkeiten, nachdem ich ja jetzt eine Laufpause machen musste, nachdem ich bei meinem Sturz meinen Fuß angebrochen habe, merke ich aber an meinem Turmspringen letztens. Ich habe auch Backflip aus dem Stand gemacht. Da soll es eigentlich keine Probleme mehr geben. Ist natürlich immer die Frage, wie schaut es dann aus, wenn man das längerfristig belastet. Ich habe mir meinen Booster schon reingefetzt. Ihr wisst, Neosubs unten in der Infobox verlinkt. Und jetzt wird es nach Ewigkeiten mal wieder Zeit für die Sequenz, die jeder kennt. Vor dem Training ist nach dem Training. Und was soll ich sagen? Viel besser hätte der Run eigentlich gar nicht mehr sein können. Ich hatte genug Ausdauer, genug Puste, genug Kraft, keine Schmerzen, also beste Leben. Super Start. Wollte schon bei der Hälfte eigentlich überlegen, ob ich nicht 20 Kilometer renne, aber beim ersten Training, im ersten Run gleich so übertreiben, das wäre wieder typisch. Mache ich natürlich nicht. Jetzt muss ich mich hier beeilen, weil um 20 Uhr geht der Stream los und dann werden wir die ganzen Sachen auspacken, ja. Und damit einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie geht's, wie steht's? Heute schon im
Ah. Ich hab so getan, als würde es mich umhauen. Ich hab's gewusst, dass da ein Karton ist. Ich wollte damit nur zeigen, wie furchtbar es da überall aussieht. Aber Freunde, das Unboxing ist beendet und dementsprechend schaut's da auch aus. Das ist einer Sau raus. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, weil immerhin ist das Luxusware, was da herumliegt. Zwei Sachen werden ja von mir schon zurückgeschickt. Habe ich da jetzt schon verpackt. Tschüss nach Florida damit. Tschüss nach Italien damit. Gehört alles weg. Den Vlog für heute. Aha, Zoom ist super. Das Video mit dem tollen Unboxing habe ich auch schon fertig gedreht. Das ist auch schon jetzt am Hochladen geschnitten, gedreht, alles. Also gedreht habe ich es im Stream, aber geschnitten habe ich es halt jetzt. Jetzt kommt direkt, ein Kumpel von Official Syrup und bringt mir persönlich meine Schuhe vorbei. Das freut mich natürlich umso mehr, dass er jetzt gleich da sein. Aber gestört sind die schon, oder? Und Abholung buche. Jawohl, erledigt. Sehr gut. Dann kommt morgen der Kurier und holt die Pakete ab. Zwei Shirts schicke ich zurück. Zwei Misbehave-Shirts, die mir einfach zu klein sind. Dann kaufen wir was Neues. Ich habe mir schon ein paar Sachen angeschaut heute. Oh Leute, nachdem meine Louis Vuitton-Trainer jetzt schon da sind, wird es Zeit für die nächsten fünf Paar Schuhe. Das kann natürlich ein Mann meines Vertrauens, wenn es um Schuhe geht. Fabian Schumacher. Ja, grüß Gott. Hallihallo. Dass du dich so einsperrst. Ist das dich einer auslaufen oder? Naja, ist ja schon mal passiert. Du lässt ihm alles offen, gut zu wissen. Danke. Ich rock dich nicht aus. Ach so, ja, stimmt. Das ist mir viel lieber, als ausgeraubt zu werden. Ja, sehr schön. Wunderbar. Das sind alles meine Kicks. Hast du eins? Perfekt. Und ich hab dir noch ein Geschenk rein. Hast du noch ein Geschenk? Ein kleines Geschenk. Ich hab dir ein T-Shirt zur Seite gelegt. Oh. Alles in drei Stunden ausverkauft, aber deins habe ich noch nicht. Ein Syrup-Tee. Oh, danke vielmals. Danke dir. Ja, sehr geil. Ja, jetzt wird aussortiert. Jetzt kommen die Schuhe rein. Die Louis Vuitton Trainer habe ich da. Gott sei Dank in der richtigen Größe bestellt. So. Boah, mit den Volts natürlich sehr, sehr wild. Ja, das ist. Weißt du, was mich ein bisschen stört, das hier? Echt? Ich weiß nicht warum. Weißt du, ich finde die übel geil. Ich mag auch diese lila mit Orange. Ja. Ich weiß nicht, so da, hier. Das ist ein Dark Extrem. Ja, auf Bildern sieht es halt nochmal, kommt ein bisschen krasser raus. Okay, okay. So in Person finde ich sehr, sehr nice. Aber ich habe so diese ganzen, du kennst ja bestimmt Aschraff und so. Ja. Die haben ja alle schon gepostet. Justin ja, voll. Auch. Ich hätte eh gern noch weitere, aber dadurch, dass die alle ausverkauft sind, habe ich jetzt zu den SBs gegriffen. Ja, sorry, Bro. Mein Louis Vuitton-Plug ist nicht mehr so available. Ja, ich weiß nicht warum. Ich werde meinen Blog nicht sagen. Ja, nice. Ja, das wäre Bombe. Das wäre Bombe. Sag's mir einfach, was kostet das? Sehr, sehr nice. Sehr geil. Ich bin gespannt aufs Unboxing, aber da muss ich noch warten. Ein bisschen vorsichtig, weil siehst du hier. Oh, was ist da passiert? Das fährt ein bisschen ab. Ah, okay. Da musst du auf jeden Fall vorsichtig sein. Das macht ihr selbst, die Boxen, gell? Ja. Sehr geil. Ich bin gespannt. Ist auf jeden Fall alles drin. Rechnung hast du ja per Mail bekommen. Perfekt. Ja, Brudi, danke vielmals, gell? Schönen Abend. Liebe Grüße an die Frau. Ja, wird ausgerichtet. Das sehen wir eh heute. Mach's gut. Danke dir, Brudi, gell? Plack des Vertrauens liefert ab, Freunde. Ich weiß, ihr denkt euch jetzt, pack aus. Nein, mach ich natürlich nicht. Das ist dann für den Hauptkanal. Eh klar, Freunde. Also, mich juckt schon wieder so in den Fingern. Ich will es auspacken, aber ich kann nicht. Ja, mach die ganze Zeit dieses Verwebeler-T-Shirt an. Ist irgendwie saugmiedlich. Nein, ich krieg kein Geld dafür, sondern ich finde es einfach geschmeidig. Aber beim Waschen hat sich sofort ausgewaschen beim ersten Mal. Das muss ich auch dazu sagen. Aber sie haben gesagt, sie schicken es mir noch einmal. Hallo? Ja, hallihallo, Oma. Grüß dich. Wie geht's da? Ja, sehr gut. Wo treibst du dich denn herum in Karlstetten? Ja, bei der Bäcker. Bei deiner Mama. Wie lange bist du denn da? Bis Sonntag. Bis Sonntag, na super. Und was macht's heute noch? Ja, jetzt muss ich den Computer hochtreiben und ich gehe jetzt ein bisschen schlafen. Ja, recht hat's. Also Entspannung heute. Ja, okay, dann kenne ich aus. Und schön draus. Ja, super. Alles perfekt, das Haus. Na, das freut mich. Na, wollte mich nur informieren, weil ich es schon gesehen habe. Na, perfekt. Ja, den Apfelbaum hast du schon gesehen. Habe ich schon gesehen. Aber heute war was los. Ich habe ja nichts gehört, aber ein Nachbar hat gesagt, die Feuerwehr war ununterbrochen unterwegs. Malerei ist abbrennt. Die Feuerwehr, wer? Und einer hat sich da rennt. Einer hat sich da hängt. Da rennt. Mit dem Auto. Ach so. Das ist der Sohn vom Bürgermeister. Na Wahnsinn. Hat sich da rennt. Vielleicht war er fest. Da ist Eicherhaus. Dann kommt so ein Schupfer, so ein Stadel. Und da hat er sein Grundstück. Na Wahnsinn. Zwei kleine Kinder und eine Frau. Na hoffentlich geht's ihm bald besser. Na der ist tot. Ah, tot ist er. Ja. Das ist natürlich deppert. Ja, der ist tot, das haben wir jetzt erfahren. Hm? Ach so, ja, das ist blöd, wie dass ich nicht mehr da rein. Okay. Na Oma, gut, dass du immer solche News für mich hast. Ich wollte mich noch ein bisschen informieren, vielleicht geht es sich ja irgendwann aus die Woche, dass ich vorbeischaue. Das wäre eine Freude. Gell? Okay? Dann halte ich dich am Laufen. Bis Sonntag bin ich da. Okay, perfekt. Ja, super. Gut, Oma, dann danke dir. Bussi, Baba. Wie geht's denn dir? Ja, mir geht's gut, ich bin nur im Stress gerade. Ach so, ja, dann los. Und die Lara? Der Lara geht's auch gut, die kommt dann später. Die kommt durchs Kochen. Genau. Ja, ich hab halt so ein gutes Rindfleisch gekocht von dem Fleischer oben. Ja. Und mit der Nudelsuppe, perfekt. Schmeckt so gut, oder was? Ja, schmeckt so gut, perfekt.
Also das Fleisch ist wirklich gut. Wenn du kommst, dann mache ich dir ein gesottenes Rindfleisch mit Semmelkrüten und dann Nudelsuppe. Na passt, Hauptsache es gibt was zum Essen. Es gibt was zum Essen. Oder mal. Sag ich das vorher. Muss ich vorher Bescheid geben, bevor ich komme? Nein, ich koche immer. Ah, okay. Okay, na super, Oma. Freut mich, dass du angerufen hast. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb, Oma. Mach's gut. Ja, Papa. Bussi, Papa. Ja, nicht so viel Zeit zum Reden, ich muss jetzt trainieren gehen und ich sehe es ja nachher eh noch, aber ich will, dass das eine Überraschung bleibt. Und wenn die so lange mit mir redet, dann Na, die Oma checkt's eh nicht. Im Nachhinein wurde ich dann noch berichtigt, die angesprochene Person fuhr keinen VW, sondern einen Mercedes. Auch interessant, solche Dinge zu erfahren. Liebe Leute, das war's von diesem Vlog, der ziemlich fad war, oder? Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like, abonniert diesen Kanal. Seid dabei im morgigen Vlog, wo die Linzi-Oma überrascht wird. Ja, auf 1,50 Meter Abstand. Also seid morgen wieder am Start, das war's von mir. Der Reh! Bitte leben Sie nicht auf.